Hallo und willkommen zurück bei Black Myth Wukong. Wir gehen jetzt über die Brücke. Ich habe überlegt, mal zu gucken, wo der letzte Meditationsplatz ist, damit ich mehr Skillpunkte kriege. Aber wir können auch einfach noch mal auf die Suche gehen. Machen wir jetzt nicht diese Folge? Aber machen wir vielleicht irgendwann mal. Weil anscheinend habe ich ja irgendwas übersehen. Vielleicht ein gesamtes Gebiet. Nice. Heilen. Komm her, mein Seelchen. Sog sie ein. Alles in dich rein. Ja. Wir können auch wen anders jetzt auswählen, weil wir gehen ja gerade nicht auf Crit. Was haben wir überhaupt Crit? Nur 7%. Guck dir diese lächerliche Crit-Chance an. Wenn wir ja nicht auf Crit gehen, sondern mehr ein bisschen auf die, ja gut, Säule. Kleine Menge Ausdauer. Hm. Ja, lassen wir das doch erstmal. Das war ja der Crit-Schaden. Was macht der hier? Erhöht das maximale Mana, okay. Und was macht der? Was macht denn der? Der Auserkorene nimmt die Gestalt des blutäugigen Blöde. Er schwingt einen Stab, auf dem eine Kröte thront, deren Augen blutrot glühen. Die Angriffe werden stärker, wenn er sich in ihrem Licht befindet. Der Stab verschwindet nach einiger Zeit von allein. Okay, das bufft also unseren Angriff und erhöht meinen Mana. Ich bin schon wieder gewillt, den vom Anfang zu machen, ne? Allein nur 20 mehr Verteidigung. Das ist schon nicht ohne, ne? Und er kann ja die Gegner ins Schwanken bringen, wenn ich damit treffe. So, dann könnten wir nochmal upgraden. Ach, ich wollte blocken. Dann gemerkt, ich habe hier keinen Dings. Oh, ich wurde vergiftet. Ey, diese Pflanzen, ne? Endgegner. Ich hab nicht getroffen.
Sieh mal einer an. Jetzt sind wir hier. Die Frage ist, wo können wir denn hin, wenn wir durch dieses Tor gehen? Oder sollen wir zuerst den anderen Weg gehen? Ob die auch zusammenführen? Hier scheint aber ein Boss-Tor hinter zu sein. Sonst hätte. Also hier kam mir der Typ, der uns den Skill gegeben hat, der Kopflose. Der hat uns ja ein bisschen so vorbereitet. Also wäre es vielleicht besser, wenn wir dann hier hingehen. Kann ich zufällig sehen, wie viele Scherben ich habe? Okay, ich habe nur zwei. Aber ich könnte die benutzen, ne? Hier kann ich ja nichts kaufen. Kein Geistkern. Dann reisen wir mal. Ich habe gesagt, wir machen es nicht diese Folge. Das ganze erste Gebiet, da sollte ich ja eigentlich durchspazieren. Also diese niedrige Yao Guai habe ich. Ich will halt diesen Meditationspunkt, ne? Schwarzwindberg. Im Schwarzwindberg fehlt mir was, aber Schwarzwindberg ist diese gesamte Region, oder? Schwarzwindberg. Ja, ist die gesamte Region. Das heißt, irgendwo hier, also hier wahrscheinlich nicht, aber in irgendeinem der Gebieten habe ich einen Meditationspunkt übersehen. Dabei bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich diese ganze Karte durchgegangen bin. Also wenn, also meine Vermutung ist, ich bin dran vorbeigelaufen. Ich habe es gesehen, es war auf dem Bildschirm und bin einfach dran vorbeigelaufen. Dass ich wirklich ein gesamtes Gebiet übersehen habe, ist auch möglich. So, hier ist ja. Hier geht's ja zum Anfang. Ich glaube nicht, dass beim Anfang was war. Außer Loot. Also ich werde jetzt nicht bis hinten zum Ende laufen. Wir gehen einfach mal weiter. Also nutze ich die Folge jetzt doch, um den letzten Meditationspunkt zu finden. Aber ich gehe schnell durch. Ich versuche, das gesamte Gebiet in dieser Folge durchzuschaffen. Aber dann werde ich es ja wahrscheinlich wieder übersehen, ne? Warum, ich kann die immer noch nicht one-shotten. Weil ich ja im Prinzip so auch nicht stärker werde. Familiar.
So, hier schon Meditationspunkt da unten, bezweifle ich. Hier war ja der eine Typ, ne, der ja abgehauen ist. Das war, glaube ich, der, der später gehängt wurde. Kann das sein? So, hier ist kein anderer Weg. Hier ist auch kein Meditationspunkt. So. Unten. Oh. Auch kein Weg. Meditationspunkt, wo könntest du sein? Hier ist, glaube ich, der erste. Den haben wir auch. Haben wir nicht? War das der? Hä? Das... Also ich meine, den hatten wir schon. Probieren wir aus. Ob wir jetzt einen Skillpunkt kriegen oder nicht. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass wir den auf jeden Fall hatten. Ja, wir haben keinen Skillpunkt bekommen. Tagebuch ist immer noch 2 von 3. Ich bin halt die ganze Zeit am Überlegen gewesen, hey, soll ich das Onscreen suchen oder soll ich schnell googeln, wo der ist? Aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt schnell google, dann ist das vielleicht nachher noch ein ganzer Ort mit einem Boss oder so, den ich einfach so übersehen habe. Also wäre es doch auf jeden Fall besser, das onscreen zu machen. So, das ist das erste weitläufigere Gebiet. Das wir sehr gründlich erkundet haben. Okay, ich bin doch stärker. Manchmal merkt man das. Also können wir auf jeden Fall Ressourcen auffüllen. Am Ende ist es ein Ressourcenrun. Weil ich bin mir ziemlich sicher, ich werde es eh nicht finden. Na, da unten ist es nicht. Da muss ich nicht extra hinlaufen. Ich renne jetzt nochmal zum Boss, von dem wir die Form geklaut haben.
Hier gibt's aber echt viele Ressourcen. Und die Pflanze, die habe ich mir jetzt nicht nochmal geholt. So, hier war der Boss. Sieht nichts nach Meditation aus. Lol, wieso kann ich die Seele hier wieder sammeln? So, hier auch nicht. So, da links sind wir auch schon mehrfach gewesen, da müssen wir jetzt auch nicht hin. Ruhe. So, da waren wir schon, da sind die zwei. Da am Wasser ist einer. Hier war der Fette. Wie gesagt, ich gehe schnell durch. Ich gehe jetzt nicht nochmal 100% durch. Bei Gebieten, wo ich mir eigentlich sicher bin, dass es da nicht ist. Und hey, wenn ich es da nicht finde, dann muss ich es halt googeln, ne? Meditationsorte. So, ich vermute, dass der jetzt hier in dem Gebiet irgendwo ist. Wenn ich Glück habe, ist der hier im Schrein. Viel besser als die Dinger anzugreifen, einfach drüber zu rollen. Hier ist der Brunnen. Das ist aber nicht der Brunnen, von dem die geredet haben. Schreien. Die Dinger sind echt respawned. Krass. So, hier ist so ein Teil, das kann ich aber irgendwie nicht looten. Ein Pilz. Kein Meditationsteil. Truhe. Hier war auch kein Meditationsteil. Renn noch mal hinten rum. Ich könnte mir ja in so einer Hütte das gut vorstellen, aber hier kommst du nicht rein. Nö.
da drin war dunkel. Vielleicht ist der da drin versteckt. Hier war halt das so ein Ding. Hier ist wieder nichts. Auch nichts versteckt. Weiter geht's. Kein Meditationsteil, keins. Also ich glaube, wir sind schon durchs halbe Gebiet durch, ne? Hier ist noch ein Schrein. Bin auch mutig, dass ich mir keinen Speicherpunkt setze. Alter, krass. What should I do? I'm caught in a tight spot. Also ich hatte recht, dass es hier war. Reden wir erstmal mit dem. You don't look like a Yagwai from these parts. Have you come to earn the Black Wind King's favor? Hear me. That bear is but a hollow shell. He can grant you nothing. Don't waste your time on him. He lies about cheating death and even the treasures. His followers are, all of them, deceived. Blackwing Gwai is a sly one. He preaches virtue with a heart full of greed. I wouldn't entrust him with my plea. Ich habe einfach einen NPC übersehen. Schlimm. I don't know why you are here, but you should be vigilant. Now, I'm pressed for time. Fare thee well, then. Also ich wusste, dass ich was übersehen habe, aber dass ich gleich einen NPC übersehen habe, damit traurig. Jetzt aber weiter bis zu dem Monkey, wo ich eigentlich hin will. Vielleicht habe ich ja noch was übersehen. Wir sind ja relativ flott. Ich glaube aber nicht, jetzt muss ich alles haben. Können das auch noch ausgeben. So, hier wollte ich ja jetzt erstmal nichts reinstecken, ne? Sondern es sollte ins Fundament gehen. Ausweichen hochskillen ist auch krass. Aber ich erhöhe noch ein bisschen die Reichweite. Warte. Das eine? Ich habe noch einen. Die sind alle gut. Ich weiß aber nicht, wo ich rein Punkte versetzen soll. Also, wenn ich jetzt hier hin will, ne? Dass ich eine beträchtliche Menge Mana wieder bekomme. Weil das mit der Abwehr klappt wirklich gut. Weil die so lahm sind. Wie viel Punkte würde mich das kosten? 1, 2, 3, 4, 6 Punkte. Ah ne, ich brauche den auch, also 7.
Weißt du was? Wir skillen die Felsen fest wirklich mal, ne? Wir können das wirklich gut nutzen. Und wenn wir dadurch Mana wieder bekommen, könnte das wirklich ein Gamechanger sein. Man kann, die droppen ja auch Loot. Ich gehe jetzt nicht überall nochmal hin, ne? Ich rushe jetzt wirklich durch. Vielleicht sollte ich mich doch teleportieren, damit ihr auch nochmal was weiter seht. Das haben wir ja alles hier schon gesehen. Ja, die Chance besteht aber immer noch, dass ich noch was übersehen habe. Wir gehen da durch das Untoten-Ding. Ich habe ja selbst hier fürs Brauen was übersehen. Erhöht nach jeder Verwendung der Gurde. Okay. Ah, da Untote. Was kam nach den Untoten? Da kam der Boss. Was kam nach dem Boss? Okay, wir gehen aber die Abkürzung. Nochmal einen Skillpunkt bekommen. Wir können das ja immer noch wieder zurücksetzen, ne? So ist das nicht. Ich habe ja immer gedacht, dass ich hier was übersehen hätte. Komm, wir sammeln die hier alle mal. Dumme Idee, ich weiß. Also noch mehr. Dass ich auch ausweichen kann mit der Säulenhaltung. So, hier war der eine Boss, da oben war nur die Glocke.
Okay, dann sind wir auch schon da. Da unten war der Schlangenviech. Was kam nach dem Schlangenviech? So, hier wollten wir hin. Aber hier nach porten wir uns auch zurück. Oder soll ich die ganze Folge dafür nutzen? Ich bin umsonst hergekommen. Was bringt denn dieser Lotussamen? Himmlische Lotussamen. Die Verwendung der Gurde stellt kurze Zeit langsam eine kleine Menge Lehm wieder her. You have a sharp sight, young friend. Gucken wir mal. Also da haben wir hier auf jeden Fall was. Also hier würde noch zusätzliches Leben kommen. Das ist eigentlich auch krass. Aber mit Felsenfest. Remember, young friend, a sip makes one tipsy, many sips. Wir porten zurück. Wir haben ja den Meditationsplatz gekommen. Warum sollen wir uns jetzt hier weiter aufhalten? So. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ah, doch, wir kamen da raus, wo das Tor ist. Wir sind noch nicht durchs Tor gegangen. Weil wir jetzt von dieser Seite hier gehen. Aber ich bin froh, dass wir den Meditationsort gefunden haben. Ach scheiße, jetzt habe ich drüben gar nicht nach dem Laden geguckt. Ob die Welten übergreifend sind, also hier den meine ich, die Welten übergreifend sind. Da scheint der Wirbelsturm zu sein. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass ich da reingehen kann. Oh ja. Besides every sage, a villain resides. Beneath every mountain, an abyss lies. Where disparities persist, bloodbaths may arise. I cannot escape, and nor can you. Scheiße. Yeah!
Leider nur zweimal perfekt ausgewichen. Alter, wieso gehst du dann? Kannst du da raus und ich nicht? Ja. Schön. Dann gehen wir erstmal die andere Richtung, richtig? Und da komme ich vielleicht zum Tor. Weißt du was? Wir porten uns zum anderen Weg. Gehen da durchs Tor. Ich habe ein bisschen die Vermutung. Dass, wenn ich durchs Tor gehe, auch hier ankomme. Weil bei dem einen Weg, ne, kam ich ja dann am Ende hier runter. Richtig? Ja, genau, hier war der Typ. Ich war nur gerade ein bisschen verwirrt wegen diesem Turm. So, direkt mal einen Fokuspunkt gekrallt und dann gehen wir jetzt durchs Tor. So, ich vermute, dass sie jetzt von der anderen Seite ankommen. Wenn nicht, dann wartet da ein anderer Boss auf uns. Wo ist denn der Wirbelsturm? Ich weiß es nicht. Ja, wir sind von da hinten runtergekommen. Jetzt kommen wir von der anderen Seite. Also hatte ich recht. Aber wo geht's denn hier lang? Wer schreit denn da? Sieht aus wie eine Sackgasse. Ach, hier ist der Typ. Der Gurtenmann und Meditationsplatz. Hurled by gales to and fro, changed from our former glow. The signs told me you would come here. Such is destiny. What's done is one step before what's to come. It houses a treasure that none other can see. A scale shed by the old Long King of Jing River upon his beheading.
Have you seen it in this ridge, young friend? When the Long King defied the court, the Jade Emperor was set to punish his entire house. The four sons of the Long King, deities of the Four Waters, fled. Deities? Not even they have control over their destinies. Once caught in the threads of karma, all are mere offerings on the platter. Four longs for the Four Waters under the sky. Their destiny is sealed, as yours and mine. When the Long King defied the court, the Jade Emperor was set to punish his entire house. The four sons of the Long King, deities of the Four Waters, fled. Deities? Not even they have control over their destinies. Once caught in the threads of karma, all are mere offerings on the platter. Four longs for the Four Waters under the sky. Their destiny is sealed, as yours and mine. When the Long King, the four sons, deities, ja, der redet immer dasselbe. Not even they have control over their destiny. Once caught in four longs. So, meditieren wir mal. Ich hab da eine Blume übersehen. Ja, die hat auf jeden Fall eine Riesengurte. So, erzählst du mir jetzt was anderes? When the four sons of the Long King, deities, not even they, one caught for long. So, es fehlt auch immer noch die Höhle, ne? Die Höhle muss ich auch noch finden. Ein Gärtner. So, wie viele? Es fehlt immer noch einer. Also ich scheine auch hier einen Meditationsort noch nicht gefunden zu haben. Genau wie mit der Abwehr. Ich hab gedacht, ja, ich war am Anfang auch skeptisch und mittlerweile skill ich die sogar. Weil sie dann doch gut handelbar ist. Ich hole mir aber den Speicherpunkt hier, der ist näher dran. Wo ist denn diese Höhle, die ich schon wieder nicht gefunden habe? Ich muss schon wieder irgendwann mal hier zum Erkunden rausgehen. Weil ich wieder irgendwas übersehen habe. Ich meinte aber auch diesen Boss, weil der hatte ja diesen Kopf in der Hand. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich den Kopf da, also wenn ich den fertig mache, dass dann, dass der letzte Boss des Kapitels ist. Weil das sieht hier auch wie ein Dead End aus. Why do you have to come back? Aua, danke. Mm-hmm.
Danke. Wieder außerhalb, der Arsch. Ein bisschen Schiss. Hätte ich vielleicht ein bisschen aggressiver spielen sollen. Ich bin extra zurückgegangen, obwohl der Low Life war, weil ich dachte, hey, jetzt nicht riskieren, zwei Hitte und ich bin tot. Vielleicht hätte ich es nicht machen sollen. Ich hatte ja keine Gurte mehr. Ich dachte so, hey, wenn ich den, ich schläme den einfach nochmal, aber ich hatte ja keinen Mana mehr. Aber das lief gut. Da war der, also ich, da fand ich den Tiger bis jetzt schwieriger. Aber mal gucken, vielleicht brauche ich ja noch 100 Versuche. Obwohl das gerade so gut aussah. A skinny wretch like you has come far enough. Bitter. Hier kann ich nämlich nicht mehr machen, wenn ich in so eine Videosequenz bin. Verdammt! Okay, jetzt läuft's richtig kacke. Was soll denn das? Ist nicht so gut. Oh, Digga. Oh.
Da bin ich in die falsche Richtung ausgewichen. Also wenn ich einmal raus bin, ist irgendwie komisch. Nun gut. Das kriegen wir hin. Das Versteinern hier kontert den leider nicht aus. Aber es saved mich noch. How dare you come back? Why do you have to come back? Gib das nicht für die Klone aus. Der hat mich weggetreten. Das gibt's noch nicht. Ich war auf dem Stab. Scheiße. Nach hinten ausweichen. Es wäre so schön, wenn er nicht aus dem Wirbelsturm rausgehen würde. Komm rein jetzt. Ich hab den doch einmal so gut niedergehauen und jetzt krieg ich hier Probleme.
Das, weil ich eben gesagt habe, dass der Tiger einfacher, schwerer war. Das hat er übel genommen. A skinny wretch like you has come far enough. Jetzt lass ich bin die ganze Zeit doch am Blocken. Was soll denn das? Verschwendet. Nicht schon wieder. Ah, danke. Dass der da raus kann und ich nicht, das geht mir so auf den Piss. Ich treffe den einfach nicht. Komm rein jetzt. Was soll das? Ich meine, mit dem hier ausweichen ist schon scheiße genug. Also mit der Feuerklinge ausweichen ist irgendwie total komisch. Das ist ganz anders. Es liegt wahrscheinlich daran, weil die Angriffe des Feuertypen irgendwie länger sind. Und weil die länger sind, weicht er halt nicht dann aus. Na, der weicht ja nicht mitten im Angriff aus, sondern danach. Und dann kommt der Ausweichner, das Ausweichen natürlich viel zu spät. How dare you come back? Why do you have to come back? Hmm.
the monkey once again. Open your eyes and behold! Sollen wir nochmal die Höhle suchen, von der der Typ geredet hat? Vielleicht muss ich auch einfach nochmal eine Aufnahmepause machen, damit ich nochmal ruhig reingehen kann. Weil ich merke halt richtig, wie ich das Timing des Ausweichens nicht mehr hinkriege. So, komm, wir machen noch einmal mit Konzentration. A skinny wretch like you has come far enough! Ach shit, schon wieder mal die Taste. Standen und mein Aus. Das war schon wieder Kacke. Jetzt ist meine Lähmung auch weg. Who in all the realms can withstand this power? Okay, das war richtig Bullshit. Ich hatte noch die Hälfte an Heilung. Dass ich aber auch dem Fetten nicht ausweichen konnte, ja, das muss noch ein Zeichen sein. Komm, einen machen noch. Einen machen wir noch. Es ärgert mich jetzt, dass ich den nicht hinkriege, weil so schwer ist der eigentlich gar nicht. Da fand ich den Tiger wirklich viel schwieriger. Wer sagt das nicht? Der ist halt ultra nervig wegen dem Wirbelsturm. Let the sun swirl.
nein, nicht das schon wieder. Das Unkonterbare. Das Gefühl. Mehr die einfachsten Angriffe ausgewichen. Was soll denn das? Er ist hingefallen vom Konter und hat Kelle. Shit, hier hätte ich die ganze Zeit angreifen können. Nicht durch. Ganz gut. Ich würde mich jetzt gerade gerne beschweren, dass ich nichts gesehen habe, aber ja. Ich glaube, das machen die extra. Haben die extra gemacht, dass man da nicht wirklich gut sieht. Lässt mir jetzt aber auch keine Ruhe, der. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen Mana sparen für später. Scheiß Fernkämpfer von außerhalb zu machen.
sind wir denn hier? Das ist unkonterbar. Noch nie geschafft, das zu kontern. Er ist wieder außerhalb. Schön, wieder zu spät. Ja, danke. Komm rein. Toll. Das ist so. Komm, noch ein. Noch 7 Minuten. Dieses Treten muss ausweichbar sein, sonst wäre das mega unfair. How dare you come back? Why do you have to come back? Fängt schon mal super an, super stark. Freut mich perfekt. Ja, mega geil. Ich habe zwar meinen Dings gelöst, das hat aber nicht gereicht. Ich habe gerade alle Healungen in den letzten 3 Sekunden ausgegeben, ey. Das ist unschuldig. Nicht schon wieder! Das ist doch unfair! Ich reg mich zu sehr auf. Ruhe bewahren. Ruhig. Ja, ihr freut euch jetzt, ne? Ihr könnt euch schön hier Schadenfreude, ne?
Das riecht ja eigentlich gut. Ich habe schon überlegt, ihn vielleicht zu lähmen, während er den Dings ruft, weißt du? Den Wirbelsturm, dass ich den da vielleicht stunnen kann. A skinny wretch like you has come far in- Daneben, schade. Ich darf hier nicht so viel Leben verlieren. Das ist fatal. Aber hier nehme ich den halt nicht ernst in der ersten Phase. Aber das ist ein Fehler. Muss aufladen. Okay, man kann ihn damit nicht aufhalten. Ich wollte ihn gerade unterbrechen. Wen greift der denn an? Komm rein. Na komm. Unfair. Das ist einfach unfair. Schade. Ich hätte
der nächsten Combo getötet. Weil dann hätte ich nämlich den ins Schwanken gebracht, dann hätte ich den Stab nochmal auf den drauf gehämmert und dann lag der am Boden, dann wäre der tot gewesen. Aber er hat mich nicht mehr rangelassen. Okay, einen machen wir noch. Den hätten wir auch geschafft, wenn das nicht ein unfairer Kampf gewesen wäre. Mit das, wir hatten ihn einmal außen gestunt. Und einmal hat er sich draußen auf die Fresse gelegt. Wäre das innerhalb gewesen, wäre es kein Problem gewesen. Schade, der hat nicht gesessen. Der hat getroffen, sehr schön. Ich muss die Ausdauer aufladen. Weggeworfen. Danke. Hier, der will mich treten. Ah. Schneller. Müssen sie ins Schwanken bringen. Ja, aber nicht so. Nein, er ist auch da. Okay, Glück gehabt. You even took your master's heed. Just for a short reign over this barren valley.
am Bodhisattva Lingji of New Mount Sumeru. The warden of this rat. After the great sage's passing, his six senses were scattered across the mortal realm. This thieving rat chanced upon one of them, yet hindered by his meager might, he could not absorb its power. Thus he schemed with wicked intent, a victim of his deceit. I had my head taken by him. The sense requires such a grand container to release its power. I should bear the blame for his reign of havoc upon this ridge again. Through your valor and sagacity, order has been restored. You are the sole worthy one to keep it. Please keep it secure in my stead. Men, beasts, Buddhas, Yaoguais. Each of them bears a distinct root from birth, superior and inferior. None should disturb what's decided. Am I right, Sun Wukong? Der arme Wolf. Oder was? Fuchs? Oder was? Na, Fuchs, ne? Der arme Fuchs.
komme ich denn auf Wolf? With the wind and sand you've endured here, did you reach the forgotten kingdom at the end of the land? Did you find the clash of stones and the fall of Tiger's acolyte? If you shut your ears and heed only your inner murmur, I fear the more you yearn for flawless endings, the further you'll stray from the path. Rats and cats, neither grasped their destiny, and yet neither admitted it. Listen closely, young one. Their complaints ride upon the wind. Neues Relikt erhalten. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück, wegen dem einen Typen. Oh, da haben wir ein paar Sachen bekommen. Sehr schön. So, wir zoomen einmal rein und dann gehen wir hier alles durch. Spared him, punished him. Avoided him, eluded him. Master's grace taught, disciples' plot sought. His golden long staff meant nothing once mortal compassions took root. Bodhisattvas too could fall in this way. They could have put their belief in anything, yet they chose a Yaogwai. Those who deny the rules must suffer the wrath. No wind wrought such destruction here. The Samadhi wind brought only malice here. Vajras and Arhats before the yellow wind shivered. Mounts of bodhisattvas, a lion scion and an elephant white, in fear quivered. A wicked Yaogwai of fierce might followed a discerning master. It was his blessing, but also became his curse. Was ich auch noch gar nicht geguckt habe, ist, da wo der Boss, wo wir den gelegt haben und dann zum nächsten Kapitel drüber gehen. So, jetzt haben wir alles, wenn ich das richtig gesehen habe. So, qualmende Ohren, kleinste Töne wohnt oft tiefste Bedeutung inne. Mutige Reisen bringen sowohl Stolz, auch auch Widerstand. Echos der Vergangenheit finden sich dort, wo Karma verweilt. Ganz Ohr. Erhöht die Dauer der Unbezwingbarkeit der ersten Aktion aller vielfältigen Kombos leicht. Glockenklang. Verkürzt das Abwehrzeitfenster von Felsenfaust, erstattet jedoch bei der Abwehr die Hälfte der Mana-Kosten des Zaubers. Erhöht vorübergehend den Angriff nach einer perfekten Ausweichmanöver. Ja, dann nehmen wir den, weil das ja Risk und damit könnte man gut Mana farmen, wenn wir darauf skillen, was wir machen. Aber es wäre auch schwieriger, damit zu kontern. Nee, das Risiko gehen wir nicht ein. Es wäre aber mega stark. So, gucken wir mal. Meditationsorte. Ja, es fehlt auch ein Meditationsort. Wir haben wieder irgendwas übersehen. Ja, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.